Duncan, schläfst du? Nein. Ich will dich mal was fragen. Auf einer Skala von 1 bis 10, was glaubst du, was du bist? Ich habe keine Ahnung. Such dir irgendeine Zahl aus, auf einer Skala von 1 bis 10. Eine 6? Ich finde, du bist eine 3. Seit ich mit deiner Mom zusammen bin, habe ich nicht einmal gesehen, dass du etwas unternimmst, Kumpel. Was glaubst du denn so, du Perverser? Das darf doch nicht wahr sein. Ihr habt mir einen Mann mitgebracht. Hallo, Matrose. Hey. Hey. Scheiße hier, ha? Echt beschissen. Das ist wie Spring Break für Erwachsene. Die haben das ganze Bier getrunken. Ich fürchte, ich muss dich bitten zu verschwinden. Du hast so viel Spaß, das gefällt den Leuten hier überhaupt nicht. Okay. Das war nur ein Scherz. Wow, ist das etwa dein Ernst? Louis! Statte meinen Kumpel mit einer unserer schicksten Leihhosen aus. Hier, darunter bist du blank, die hat keine Innenhose. Also Vorsicht beim Hinsetzen, da kann ein Gehänge rausrutschen. Weiß ich aus schmerzlicher Erfahrung von der Geburtstagsparty. Weiß deine Mom, dass du hier arbeitest? Wer ist das? Nur ein Mädchen. Ich weiß nicht, sie ist älter als ich. Wieso stehst du hier rum und redest mit uns, statt da drüben die Sache mit der Dorfältesten klarzumachen? Naja, weißt du was, Roddy? Wenn ihr mich nicht rübergerufen hättet... Oh! Duncan, bitte geh zurück zu deiner Lady. Bitte sag ihr, dass es bei diesem Gespräch einzig und allein um sie ging. Wo warst du? Nirgends. Hey, Duncan. Wenn wir wollen, dass das funktioniert, dann geht das nur mit Vertrauen. Was ist denn los? Ich wünschte, ich könnte für immer hier bleiben. Da draußen wartet der ganze Welt auf dich, Duncan. Du musst deinen eigenen Weg gehen. Und du, mein Freund, wirst deinen eigenen Weg gehen. Sie haben einen tollen Jungen.